Alain, erzähl mal, was ist das für ein Heidi, das du in die Kinos bringen wirst? Das ist eine sehr allgemeine Frage. Aber ich habe den Roman von Johanna Spyri noch nicht gelesen. Und es ist mir, es sind zwei Sachen aufgefallen, wo ich ein bisschen überrascht war. Zum einen ist es nicht so sehr, dass sie es die heile Welt von der Schweiz darstellt, sondern sie ist sehr sozialkritisch und das ist ein Aspekt, der mich sehr interessiert hat. Und das andere ist eigentlich auch ein Aspekt, den ich gar nicht gewusst habe, ist, sie erzählt sehr stark über Enge von Menschen. Also von der Alpö ist das Dörfli, wo man da hinten gesehen, viel zu eng. Sie hat müssen oben raufgehen, um Freiheitsgefühle. Heidi ist eingesperrt gewesen im Maienfeld und hat es geniesst, nur so wieder da raufzukommen, die Freiheit. Die Clara ist daheim eingesperrt worden in der Villa, wo wunderschön und riesig groß ist. Und die braucht Freiheit, wo die Alpen wieder bringen. Da. Gleichzeitig hat es wieder einen Sebastian, der ein Diener ist in Frankfurt in der Villa, wo, wenn sie die Alpen hinkommt, einfach sagt, oh Gott, die sind bedrückend. Also es geht immer um Enge von Menschen und jeder muss seinen Platz finden. Also das ist ein Aspekt, wo drinnen ist in dem Roman, wenn ich mehr rausgeholt habe, in meiner Heidi-Version sozusagen. Jetzt haben wir ja da können verfolgen, die Dreharbeiten da im Graubünden. Wie sind die so verlaufen? Haben Sie da mit Problemen zu kämpfen gehabt oder wie hat das ausgesehen? Also man kann ehrlicherweise sagen, wir haben kein Wetterglück gehabt. Also es waren sehr viele regnerische Tage, es waren sehr viele kalte Tage gehabt. Und wir sind im August haben wir gestartet und wir haben Sommer, es ist Sommer und wir haben Sommer sollen erzählen, aber wir haben wirklich Temperaturen gehabt von 4 und dann haben die müssen barfuß rumlaufen und das sind harte Bedingungen gewesen. Aber natürlich haben die wahnsinnig schönen Landschaften und Umgebungen uns sehr viel zurückgegeben, aber es ist ein hartes Partybusiness, wir haben Filme so umstellen und das ist, ja, das Team hat sehr gut mitgemacht, die Darsteller haben sehr gut mitgemacht, aber es ist härter gewesen als erwartet. Und man weiß es ja, mit dir ist es auch schwierig, man hat es jetzt auch dir da erlebt. Jetzt haben wir nur zwei Geister gehabt heute, aber die haben auch nicht gemacht, was wir wollen, obwohl sie interessiert gewesen sind. Und sonst haben wir teilweise 60 Geister gehabt und die haben gar nicht gemacht, was wir wollen. Also ja, ist schon nicht einfach gewesen. Wenn ich das richtig beobachtet habe, ihr legt grossen Wert, dass alles auch sehr authentisch überkommt. Also ich habe gesehen, ihr habt alles abdeckt, ihr habt wirklich geschaut, dass das ein sehr authentischer Film wird. Habe ich das richtig beobachtet? Wir nehmen es schon genau. Also man muss eine Welt erschaffen. Und die Welt, die man erschaffen will, wo alles spielt, haben wir schon stark daran erinnert, wenn das der Roman geschrieben ist, wenn das überhaupt spielt. Und auf diese Zeit sind wir zurückgegangen und das nehmen wir schon genau. Aber das ist immer so eine Welt, wo man eintaucht, wenn man die homogen bleibt, dann ist es etwas Spezielles, was man nicht kennt. Also wenn man dann plötzlich die Alpenwelt, wo man sieht, und die Holzhäuser, die sind so, wie man es eigentlich auch vorstellt, die haben sich nicht verändert. Aber so, wenn man dann die Villa Sesemann dann gesehen werdet, dann ist das durch die Gründerzeit, die erste, es ist sehr viel stofflicher, sehr viel zudeckter, sehr viel, es ist wirklich, aus seiner Zeit hat man wie in einem Gefängnis gelebt. Und das weiß man gar nicht, man lebt heute noch in diesen Villen und die sind aber schön weiß gestrichen, die Vorhänge sind weg und so, die sind sehr luftig heute, die Wohnungen, weil sie so hohe Decke rein haben. Aus seiner Zeit ist das ganz anders gewesen. Und so Sachen sind sehr interessant, man kann, indem, dass man die Zeit ernst nimmt, bis auch von der Intention von der Johanna Spyri miterzählen. Vielleicht das Wort zu den Schauspielerinnen und Schauspielern. Bevor wir den Bruno Ganz sah, wie ist das gelaufen? Es ist wunderbar, wenn man mit jemandem spielen oder arbeiten kann, der so eine Wahnsinnspräsenz hat. Also man muss da gar nicht so viel machen. Also meine, der Alpö hat in uns wirklich wenig Text, also es sind wenig Spielszenen, also es ist eigentlich wenig da zum Spielen mit Dialog. Und der muss wirken. Und durch das, dass man da hat eine Wahnsinnsfähigkeit, einfach nur zu schauen und es passiert etwas. Und das ist wunderbar, mit so einem Suchen zu arbeiten. Wie sieht es beim Heidi aus? Mit Heidi haben wir ja lange gecastet und haben jemanden gesucht. Und Heidi ist wahnsinnig, ein zähes Mädchen, wo viel mitmacht, wo eine Wahnsinnsenergie hat, wo nicht abfällt am Ende. Und das ist toll. Aber man darf immer nie vergessen, und das vergessen wir immer, es ist ein 9-jähriges Mädchen. Also irgendwann ist der Schnuffer weg und das ist natürlich kein gelernter Schauspieler. Und da muss man halt anders damit gehen. Und da muss man sehr viel, sag ich mal, kollegiales Verhältnis aufbauen. Man muss sehr eng sein. Das ist ein anderes Arbeiten, aber es ist super. Und zum Schluss der Geister Peter.
Ja, der Geisterpeter ist ja der Einzige, den wir wirklich sozusagen im ersten Casting gefunden haben. Also, ich war sofort von ihm überzeugt gewesen, weil sowohl visuell wie auch das erstaunlich war, hat müssen Geisser antreiben im ersten Casting. Und die Geisser sind nicht da gewesen. Und das war wirklich der einzige Bub, wo man den Geisser gespürt hat im Casting, wo die antrieben hat. Also die Verbindung zu den Tieren sind sehr groß gewesen. Und wir haben aber dann gewisse Probleme gehabt. Die Tierliebe ist sehr weit gegangen. Und der Geisserpeter, das Element davon ist ja wirklich, dass er die Geisser schlägt. Und er hat es bis zum Ende nicht geschafft, die Geisser zu schlagen. Wir haben das wirklich müssen mit einem Insert zwei Tage später noch nachdrehen, weil es nicht schafft, die Tiere mit der Rute zu schlagen. Was die sich aber gewöhnt werden, das wäre für die auch kein Problem, oder? Wäre für die überhaupt kein Problem, wir haben die ganzen Hirten ja erlebt oder so, also die werden mit Stöcken antrieben und so weiter, das ist gar kein Problem. Und seinerzeit ist man auch, wenn man es authentisch im 1880 sind die halt anders umgegangen mit Tieren. Und das ist ja auch das Element von der Johanna Spiri, weil er wird ja selber in der Schule geschlagen. Und das gleiche didaktische System übt er ja auch der Geissen aus. Und das ist ja das andere, das Moderne an der Heidi, wo das sieht, wo er sagt, nein, so nicht, man muss anders damit umgehen. Und darum ist es eigentlich ein wichtiges Element, dass das eben schafft. Vielleicht zum Abschluss noch ein Wort zu der Natur hier oben. Wie war das jetzt für euch zum Drehen in dieser Natur? Also habt ihr auch die Weite gespürt oder ist es eher die Enge gewesen? Du persönlich als Regisseur. Ja, wenn ich oben bin, dann fühle ich immer die Weite. Wenn man unten dann teilweise müssen am Abend ins Tal aber gut so schlafen, dann hat man gedacht, wäre doch schön, wenn wir wieder oben auf der Alp sind, wo wir drehen können, weil es doch ein anderes Gefühl ist. Und dann teilweise nicht so ein Schattenloch, wie wir dort, wo wir übernachtet haben. Und das hat natürlich sehr gut getan, die Natur. Wir haben natürlich eben auch sehr kämpfen müssen mit den Bauern, weil wir haben ja natürlich alle Wiesen nicht davon abmähen, weil wir wollen die Blumen noch haben, wir wollen die hohen Wiesen haben und so weiter. Aber heute ist es so industrialisiert und alles ist immer weggeschnitten worden und es war echt ein Kampf gewesen. Also die Natur hat vor den Augen immer wieder zerstört, die Bauern, und wir haben immer müssen verhandeln. Also das, was wir da gesehen haben, ist wirklich ein Kampf gewesen. Und wir haben teilweise auch müssen wieder Blumen ansehen, damit man die überhaupt sieht.